Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Jump World und erstmal fröhlichen Ostersamstag, würde ich mal sagen, ne? Und zwar spielen wir heute eine Map vom lieben Cryptic Eyeball. Und guck mal, wie viel wir schaffen. Willkommen im Turm der Elemente. Ich habe versucht, das Jump'n'Run leicht zu gestalten. Teil 1, Erde. Ja, Erdblöcke. Und zwar habe ich das jetzt ganz einfach mal nach der, nach der Abschlussrate sozusagen geguckt. Welche Map halt am meisten abgeschlossen wurde. Und hab dann davon halt das genommen, was am meisten Prozent hatte. Und dadurch wurde mir klar, dass deine Maps wirklich schwer werden, weil diese Maps ist wirklich das, was am meisten abgeschlossen haben, haben aber nur 38% abgeschlossen. Dementsprechend könnt ihr euch ja vorstellen, die anderen Maps sind immer weniger gewesen. Ah, verdammt. Aber das hier geht ja noch, wenn man nicht an der Ecke hängen bleibt. Und ich dachte mir, ich erzähle euch heute mal ein bisschen was. Und zwar war ich ja gestern im Kino. Und jetzt, Achtung, Spoiler, wer noch den Film, die Bestimmung, den dritten Teil im Kino gucken will und nicht gespoilert werden will, das sage ich jetzt ungern, aber sollte dieses Video eventuell nach dem Kino gucken, weil ich ein bisschen was erzählen möchte darüber. Warum kriege ich jetzt gerade den Sprung nicht hin? So schwer ist der gar nicht. Und zwar war ich gestern mit meiner Schwester zusammen im Kino bei Die Bestimmung. Wer hätte das jetzt gedacht? Und ihr müsst dazu wissen, ich habe auch das Buch gelesen. Und an sich, der Kinofilm ist echt gut geworden. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, weil es wurde halt gesagt, dass das jetzt der dritte Teil ist und dass das der letzte Kinofilm ist von Die Bestimmung. Also es ist jetzt damit abgeschlossen. Das heißt, das Ende ist wirklich das Ende von dem ganzen Kinofilm. Und im Buch ist das so, dass sie am Ende alle rettet, aber selber dabei stirbt. Und im Film überlebt die einfach. Das heißt, ich habe wirklich irgendwie ab der letzten halben Stunde vom Film habe ich immer mal wieder gewartet und immer überlegt, wie könnte die jetzt noch sterben? Weil so wie sie es im Buch geschrieben haben, hätte es da gar nicht mehr gegangen. Und ich habe mich echt gefragt, ja, wann stirbt die endlich? Ich habe wirklich diesen Kinofilm echt am Ende nur darauf gewartet, dass die endlich drauf geht. Schon traurig, wenn ich sowas sage, aber ich habe darauf wirklich gewartet. Und, achso, ich bin auf dem Checkpoint drauf, deswegen. Also ich habe da wirklich drauf gewartet, dass sie endlich mal drauf geht und dann endet der Film und sie lebt einfach noch. Also wer den Film geguckt hat und den ich jetzt gerade eventuell das Ende gespoilert habe, tut mir leid, aber sie stirbt nicht. Und danach bin ich aus dem Kino gegangen und ich habe mich darüber, ich glaube, 10 Minuten lang beschwert. Und dann meinte meine Schwester zu mir, aber der Film an sich war ja gut. Ich so, ja, schon. Aber ich habe wirklich nur noch, Part 2 ist übrigens Wasser. Ich habe am Ende wirklich nur noch darauf gewartet, dass die endlich mal drauf geht. Ich meine, hallo. Also ich kenne das aus anderen Büchern, die dann verfilmt wurden, dass eventuell Leute am Leben gelassen wurden. Ja. Die dann halt dann sterben oder Leute, die im Buch nicht sterben und dann im Film sterben. Aber bei den Hauptcharakteren, das hatte ich noch nicht. Dass ein Hauptcharakter im Buch gestorben ist und dann im Film nicht mehr. Was meine Schwester dann dazu meinte, ist, dass sie mir erzählt hat, dass sehr viele nach dem Buch geschrieben haben, die das Buch halt gelesen haben, dass sie hoffen, dass sie halt überlebt in dem Film. Und dass die beiden halt glücklich zusammenleben, sie und vor. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt jetzt so nach Motto Fans nicht enttäuschen von dem Film. Und deswegen lassen sie sie am Leben. Aber ich meine, das ist der fucking Hauptcharakter, der stirbt im Buch. Der muss auch im Film sterben, finde ich. Deswegen habe ich irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass eventuell doch noch ein Teil rauskommt. Weil man könnte da, finde ich persönlich, noch einen Teil ranhängen. Weil, wie gesagt, ich weiß ja, was im Buch passiert. Und theoretisch könnten sie dann noch was verwirklichen, dass das halt auch in dem Film passiert. Aber ob sie es machen werden, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil halt sehr viele jetzt mit dem Ende zufrieden sein werden, weil sie halt lebt. Aber ich halt nicht. Ich finde einfach, die muss sterben. Ich weiß nicht, klingt das fies, wenn ich jetzt sage, dass sie sterben muss? Ich weiß es nicht, echt. Keine Ahnung. Aber so ist es halt. Und das Lustige ist, waren wir nämlich in einer Mittagsvorstellung, das heißt, um 14 Uhr war ich im Kino. Und dann kommen wir aus dem Kinofilm raus und das war halt ein unterirdisches Kino. Also das ist so ein großes Kino, das hat ganz viele Geschosse mit Kinosälen und wir waren halt in dem unterirdischen. Und dann sind wir nach oben gekommen und haben so nur die Wände gesehen, die halt mit Glas waren. Dementsprechend dachten wir irgendwie, dass das draußen ist und haben uns gewundert, es ist schon dunkel. Und kamen dann nach oben und dann haben wir festgestellt, es war noch gar nicht dunkel.
Es war nur, weil es unter der Erde war. Das war echt ein bisschen creepy. Und dann kommen wir nach oben und die Sonne strahlt. Und ich dachte nur so, das ist voll das komische Gefühl. Ich habe vorher gearbeitet. Dann bin ich ins Kino gegangen und es war halt immer noch Tag. Also irgendwie, keine Ahnung, war man das nicht wirklich gewohnt. Und dann war ich halt zu Hause und dann war ich halt zu Hause und eigentlich wollte ich dann halt hier jetzt die Videos für heute machen. Wie ihr merkt, mache ich das jetzt gerade. Es ist jetzt gerade bei mir kurz vor 11. Theoretisch müsste das klappen, dass das hier um 12 Uhr kommt. Aber ich werde es ja sehen, je nachdem wie das Internet heute drauf ist, je nachdem wie lange das Rendern dauert, mal schauen. Nee, aber da war ich aber so müde, dass ich irgendwie noch, ich wollte mir noch ein Video angucken auf meinem Handy, habe mich dafür halt hingelegt und bin dann eingeschlafen. Hab dann ohne Scheiß wirklich von, ich glaube 19 Uhr war das, bis um 9 Uhr gepennt. Und da habe ich mal wieder gemerkt, wie viel Schlaf ich eigentlich nötig hatte. Ich habe halt jetzt das Glück, dass ich jetzt tatsächlich frei habe über die Ostertage. Meine Kolleginnen zum Beispiel nicht. Geht der Sprung überhaupt? Meine Kollegen halt nicht, die müssen arbeiten. Ich bin eine der wenigen, die halt jetzt frei haben. Und ich bin echt dankbar dafür, weil ich halt jetzt gestern echt mal gemerkt habe, wie nötig ich eigentlich wirklich Schlaf hatte, der nicht von einem Wecker unterbrochen wird. Ich muss doch da hin, oder? Natürlich. Ey. Genau, ein leichtes Jump'n'Run. Und dann machst du da so einen Vierersprung rein. Mit Lilypads. Oh Mann. Ach Mann! Ich glaube, ich weiß, warum das so wenig abgeschlossen haben. Weil sie irgendwann bei diesem Sprung wirklich verzweifelt sind. Oh Mann. Oh Gott, ich mache jetzt einen kleinen Cut rein, bis ich es geschafft habe. Echt. Und dann schaffe ich das! Dein Ernst? Ich glaube, ich muss das öfters sagen, oder? Oh Mann. Also Leute, das war kein Cut. Part 3 Feuer. Okay. Ist das noch im Turm drin? Weil sonst wäre es ja nicht mehr im Turm. Dann wäre es nicht mehr der Turm der Elemente, sondern eher das Bad der Elemente. Ach, Moment, eben kurz runterspringen, damit ich wieder volles Leben habe. Sonst verbrenne ich nämlich. Oh, jetzt auf dem weiteren Weg. Ah, toll. Egal. Ich warte mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich verbrenne, deswegen. Ich weiß nicht, wo der nächste Checkpoint ist. Wäre ein bisschen schade drum. Okay, ey, das ist fies. Das ist so fies. Okay, bitte hab einen Checkpoint. Danke. Part 4 Luft. Muss ich dafür raus oder muss ich dafür rein? Hallo? Ah, okay, guck mal, da ist wieder der Turm der Elemente. Ach, da. Ja, Luft, ne? Man springt in der Luft. Oh Mann. Shiro, du bist mal wieder ein Genie, was das Kombinieren angeht. Okay. Gut, dann bin ich jetzt hier in dem Teil des Turms. Und... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein! Dein Ernst? Da war ich gerade relativ gut. Ach Mann. Ich darf halt nicht aus Versehen auf die Mitte, auf den Checkpoint fallen. Das ist das, was ich immer so im Kopf hab. Genau, hier muss ich mittig springen. Sollte man ja so oder so immer. Hier muss ich anscheinend zur Leiter. Und hier zur Leiter. Und hier hin. Also, du hast sie hier wirklich ein leichteres Jump'n'Run einfallen lassen. Das muss man dir echt sagen. Kleines Augen. Kleiner Airball. Ach, guck mal, wir haben es geschafft. Glückwunsch, du hast den Turm der Elemente bezwungen. Ja, also Leute, hat doch schon mal geklappt. Seine erste Map haben wir bestanden, aber ich finde, dann sollten wir eigentlich nochmal, nochmal eine andere Map von ihnen spielen. Ja. Und damit kommen wir auch schon zu seiner zweiten Map, beziehungsweise die zweite Map, die ich spiele, mit einer Erfolgsquote von 20,5%. Willkommen im Baum. Viel Spaß, ja. Nein, das ist ein Baum? Sag's bloß. Und ich sehe jetzt schon, dass der erste Sprung mich abfangen wird. Weil es ein Kopfsprung ist. Oh Mann. Oh Mann!
obwohl die eigentlich gar nicht so schwierig sind, siehst du? Die schafft sogar ein Shiro. Natürlich. Andere Probleme hattest du bei dieser Map-Erstellung auch nicht, ne? Oh Mann. So. Wohin? Dahin? Und es gab keinen einzigen verdammten Checkpoint. Darüber mal Gedanken gemacht. Ach Mann. Alles nochmal. So. Oh Gott. Das Problem ist, dass ich jetzt gerade auch von der Sonne, weil ich ja so eine komische Zeit aufnehme, dann strahlt die Sonne gerade direkt in mein Gesicht. Dementsprechend sehe ich noch weniger. Ich bin einen Sprung vom verdammten Checkpoint vorhin gestorben. Ist hier... War das eine Liane? Konnte man sich da eigentlich ranhängen? Nee, ne? Sieht nur so aus, als ob man sich da ranhängen könnte. Wohin? Also ich glaube, zur Leiter ist schon richtig. Muss ich jetzt echt bis zu dieser Leiter springen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich Sinn der Sache. Oh Gott. Okay. Nein! Alter, Leute, meine Hand. Oh, ich habe schon wieder das Problem, dass meine Hand einschläft. Das ist so ekelig. Oh Mann, ich glaube, ich halte irgendwie meine Hand falsch und drücke dann die Zufuhr ab oder so. Keine Ahnung. Also die Blutzufuhr meine ich damit, ne? Ich habe keine... Ey, Alter, jetzt springst du nicht mehr, oder was? Lass mich hier nicht bei den... Oh, Maps von ihm im Stich. So. Komm, hoch. Ach, Mann. Nein! Ich war doch drauf! Ist das dein Ernst? Ich verstehe aber auch nicht, warum das hier manchmal klappt und manchmal nicht. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Alter. Ich glaube, am sinnvollsten ist es aber immer eigentlich schon direkt hier drauf zu landen auf der großen Leiter. Nur das kriege ich halt nicht immer hin. Aber es geht. Alter. So. Für die Dummen hat er nämlich nochmal eine kleine Leiter rangebracht. Das ist sehr nett von dir gewesen. So. Oh Gott. Ja, jetzt kommt nämlich dieser... Diese Scheißhü. Oh Gott, nein. Ja, manchmal klappt das nämlich. Dass man dann so rübersneaken kann. Alter, und manchmal nicht. Alter, okay. Diesmal habe ich das zumindest geschafft. Hä? Wieso bin ich erst runtergefallen, Leute? Ich habe gesneakt. Alter, meine Hand. Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. So. Gut, dann hier rüber sneaken. Ja. Ich weiß, man kann auch so rüber springen, aber das finde ich irgendwie immer... Ah, Gott, oh Gott. Ist das Sinn der Sache oder muss ich im Baum bleiben? Also ich kann ja auch immer wieder zurücklaufen. Okay. Kann es sein, dass ich eigentlich in das Portal hier rein muss? Und dieser Ausgang hier gar nicht gewollt ist? Nein! Ja. Das, Leute, ist ein typischer Shironaya. Da oben ist das Portal. Wie komme ich denn da hin? Hä? Also hier, da sind Blöcke hinter. Kann ich nicht theoretisch schummeln oder sterbe ich aus dieser Höhe? Ich glaube, ich sterbe aus dieser Höhe, ne? Aha, wie komme ich denn zu diesem blöden Portal?
glaube, dass man hier außenrum laufen kann, ist nicht wirklich Absicht. Wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, wie der zum Portal kommen soll. Ich glaube nämlich, man soll von oben springen. Ja, dann soll man hier landen. Man soll eigentlich nach da oben. Oh, wie geil. Ich glaube, ich habe einen Fehler in deiner Map gefunden. Scheiße, dass du es nicht mehr abändern kannst. Also ich glaube, ich weiß jetzt, wie die meisten Prozente es gemacht haben. Wenn man es erstmal weiß, dann ja. Wäre nur noch geil, wenn man auch noch im Baum sozusagen nach draußen laufen könnte. Ich glaube aber, das hat er abgesichert. Oh, ich glaube nicht, dass das Absicht war, oder? Oder hast du dir einfach selber einen zweiten Weg gelassen und so hast du die Map geschafft? Hm? Weil man muss die Map ja selber schaffen. Das glaube ich aber nicht. Dafür bist du zu gut in Jump'n'Run. Ich glaube eher, dass du da vergessen hast, einen Block zu setzen, dass man da nicht raus kann. Oder aber man hätte außen rum gemusst, dass man da irgendwo hochklettern konnte. Das habe ich einfach nicht gesehen. Scheiße. Oh Mann. Vor allem stell dir mal vor, ich müsste jetzt immer wieder diesen blöden Leiter, diese blöde große Leiter machen, wenn er hier keinen Checkpoint gesetzt hätte. Also danke für den Checkpoint. Oh Mann. Ja, und eigentlich sollte man halt in diesem einen Wasserfleck landen. Da hätte ich auch lange dran gesessen, Leute. Sehr lange. Oh Mann. Wie der eine sich gerade gefreut hat, dass er endlich Svex hat in den Kommentaren. Ist das so schwer zu bekommen? Ist das nicht ein ganz normales Texture-Pack? Oh Mann. So, hier mal schön lang hüpfen. Oh, alter Schwede! Zup. Und zup. Oh nein. Nein! Oh Mann. Hopp. Oh, Gott sei Dank. Und hier lang. Und hier. Und hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Dein Ernst? Wieso bin ich da jetzt runtergefallen? Vor allem, warum war da jetzt gerade nirgendwo ein Checkpoint? Wieso hast du da nirgendwo ein Checkpoint hingesetzt? Oh, Mann, oh. Okay. Aber das ist möglich. Ich habe das ja alles schon gemacht, wegen gerade. Ach du Scheiße, Mann, Leute, Leute. Meine Fresse. So, nein. Hüpf. Gut. Hüpfen. Hüpfen. Ach, Mann. Aber weißt du, so diese Sache, eben gerade mit dem Baum, dass man an der Seite raus kann, das hat mir jetzt wieder mal gezeigt, dass ich meine Map nochmal auf alle Eventualitäten, wo man eventuell abkürzen könnte, testen sollte. Dass man die auch wirklich so spielt, wie sie gedacht ist. Ja, ja. Gottchen. Ach, Gottchen. Nein. Ach, dieser blöde Deckensprung. Also manchmal kriege ich ihn instant hin. Und manchmal nicht, oder? Ja, das war zu früh. Das war zu früh. Ja, das war richtig gut. Ich weiß noch auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ist der Wurm drinne. Gottchen. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt schon so weit geschafft in der Map, da will ich das jetzt eigentlich nicht abbrechen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine. Nee. Weil man sagt sich, oh Gott, das schaffe ich, das schaffe ich. Und wenn man es dann geschafft hat, dann sagt man sich ja toll, jetzt kann ich ja nicht abbrechen. Dann muss ich ja irgendwann das wieder machen. Ach, Manno. Warum hast du hier auch so noch Eisenklotze hingesetzt? Ich war wahrscheinlich vorhin schon fast ganz oben, als ich gestorben bin. Mann. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. So, ich sneak jetzt mal ran und springe so. Okay. Ich glaube, das war wirklich einer der letzten Sprünge, die ich hätte machen müssen. Ach, Mann. Ja, und dann klappt es mit dem Ransneaken. Stehen.
bleiben und springen. Mann, oh. Vorhin hat das so gut geklappt beim ersten Versuch mit dem Ransneaken. Und jetzt nicht mehr? Ey, es klappt nicht mehr, Leute. Es klappt nicht mehr! So. Hat kein Ransneaken mehr. So, jetzt ist mir alles scheißegal. Das merkt man auch. Ach, Leute. Ich wollte euch doch pünktlich um 12 Uhr das Video präsentieren. Das wird nichts mehr. Es ist schon Viertel nach bei mir. Viertel nach 11. Das Video muss ich gleich rendern. Und dann muss ich es hochladen. Ich hoffe, dass das Rendern nicht allzu lange dauert. Uff. Aber seht ihr, wenn ich jetzt über was anderes nachdenke, dann geht es recht. Gut. Nein, 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 nein. Ha, Sirenia. Ha, nein. Ach komm, da drin hättest du einen Checkpoint machen können. Ich wette mit euch, ihr sagt mir jetzt wieder, ha, ich habe diesen Klotz in einer Minute geschafft. Oder ich bin da überhaupt nicht bei gestorben. Du stellst dich gerade tierisch an. Ja, ich bin ja auch nicht gut in Jump'n'Runs. Ach Mann, jetzt werde ich aggressiv. Ach Mann, oh. Das Schlimme ist, dass das zwei seiner leichtesten Maps sind. Ich will gar nicht wissen, wie die Maps werden, die irgendwie nur 2% geschafft haben. Ach Mann. Egal. Und wenn ich dann deine anderen Maps in 5 Aufnahmeversuchen spielen muss, ich werde deine Maps schaffen. Alle. Also bei mir hast du übrigens 6 Stück, wenn ich danach suche. Falls da irgendwie die Suchfunktion falsch ist, kannst du mir gerne mal Bescheid sagen, falls du noch irgendwie mehr hast. Alter, dieser Sprung. Dass du aber davor keinen Checkpoint gemacht hast. Wie oft soll ich diesen Anfangsteil noch machen? Vor allem, dann haust du hier so einen langen Sprung rein, dass man da richtig aggressiv wird. Dann haust du hier noch so einen Dreier-Hochsprung rein. Also, böser, böser Augapfel. Böse. Nein. Ach, Mann. Aber ich frage mich ja, warum du es genannt hast, Baum und Turm Jump and Run. Ich meine, das ist Jump World. Dass das ein Jump and Run ist, sollte doch eigentlich klar sein, oder? Oder? Nicht. Hm? Ich weiß ja nicht. Wurde eigentlich mal eine deiner Maps Tests Tagessieger? Weiß ich gar nicht. So. Okay. Obwohl, dann hätte ich schon welche von deinen Maps gespielt, weil ich glaube, ich habe alle Tagessieger gespielt bis jetzt. Oh Gott! Holla, die Waldfee! Holla, holla. Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay, was steht hier? Ich hoffe, du übersiehst den Checkpoint nicht. Da hinten ist der Checkpoint. Du wärst auch ein Arschloch, wenn du jetzt da keinen gemacht hättest. Guck mal links, bevor du ausrastest. Ja. Die Schilder haben mir echt geholfen. Ach, und dann kommt man hier wieder rein. Hä? Hä? Moment. Ach, man sollte vom Baum runter. Hier ist nix. Ja, ich fahre hier gerade mit der Liane hoch. Erstmal überall sehr gut. Was steht noch auf dem Schild? Da war ja doch was, ja. Moment. Moment, Moment. Ich will mal eben kurz runter. Ich versuche gerade zu sneaken, um runterzukommen. Und zwar, wo war es denn? Hier war das doch. Hier raus. Dann ist man hier gelandet. Okay. Wäre man auch irgendwie nach oben gekommen, um diesen Sprung zu schaffen? Ist hier irgendwas? Ja, tatsächlich, hier ist was. Okay, das heißt, eigentlich sollte man den Baum hochklettern oder was? Hier ist noch ein Checkpoint. Hier ist auch noch ein Checkpoint. Wie wäre man jetzt zu diesem Checkpoint hier hochgekommen? Das interessiert mich jetzt gerade. Wie wäre man denn zu diesem Checkpoint gekommen? Ähm,
Ich verstehe einfach nicht, wie man da hinkommen sollte. Also ich bin ja hier rausgeklettert. Moment. Wo war's? Hier war's. Hier bin ich rausgeklettert. Hier hätte ich nicht reingekommen. Ja, das habe ich ja schon festgestellt. Okay, das heißt, ich hätte hier langlaufen können. Ah, Moment. Hier hätte ich langgekonnt. Hier hätte ich nirgendwo reingekonnt. Also es interessiert mich jetzt gerade. Wie wäre man denn da hochgekommen? Oder Mist, ich sehe den Weg nicht. Aber egal. Auf jeden Fall wäre man dann hier oben gewesen. Also man wäre diesen kompletten Baum noch hochgeklettert, wie ich das gerade erkenne. Und dann hätte man hier einen Checkpoint gehabt. Und dann hätte man hier... Moment, runtergespringen müssen. Wartet. Mal eben hochfliegen. So, dann hätte man jetzt wahrscheinlich sagen müssen... Ha, Serenia. Und dann hier rein. Da wäre ich übrigens schon gestorben. Aber ich hätte es ja immer wieder probieren können. Okay. Ja, also ich verstehe gerade nicht, wie ich den Baum hätte hochklettern sollen. Da muss ich sagen, ein paar mehr Schilder wären nützlich gewesen, aber ich habe es ja geschafft. Auf jeden Fall schöne Map. Wenn ihr sie auch spielen wollt, könnt ihr gerne mal nachsuchen. Und dadurch, dass ich halt das Video noch möglichst pünktlich bringen will, lassen wir es erstmal bei den beiden Maps. Und machen dann einfach am nächsten Part mit deinen Maps weiter. Du hast ja insgesamt 6 Stück. Das ist bestimmt noch Stoff für die nächsten paar Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.